Herzlich willkommen zu meinem ersten Videobaubericht, bei dem ich versuchen werde, live vor der Kamera hier auf diesem Tisch, den ich extra für euch in meinem Keller hergerichtet habe und mir hier eine Arbeitsplattform geschaffen habe, die ich praktisch permanent stehen lasse und dann immer wieder weitermachen kann und euch mit Neuigkeiten erquicken kann. Hoffe ich doch. Und zwar geht es um das Modell F14 Alpha Tomcat im Maßstab 1 zu 32 vom chinesischen Hersteller Trumpeter. Ich werde bauen eine Jolly Rogers, die dann auf mein Flight Deck kommt zu meiner F4. Jolly Rogers. Jolly Rogers ist eine meiner Lieblingsstaffeln, beziehungsweise ist meine amerikanische Lieblingsstaffel. Sieht einfach cool aus, die ganzen Skull and Bones, hier die Chevrons auf den Streifen. Finde ich einfach cool, deswegen werde ich eine Jolly Rogers machen. Und dieser Bau wird out of the box stattfinden, das heißt, ich werde vorerst, ich verspreche gar nichts, keine Zubehörteile verwenden, weil ich habe nämlich noch eine F14 Bravo und eine F14 Delta und ich habe jede Menge Zubehör für diese anderen beiden Bausätze in meinem Lager und deswegen werde ich diesen ersten jetzt mal out of the box bauen, ist auch so mal öfters schon angefragt worden, weil ja, man kann auch mit den Originalteilen, finde ich, ein sehr schönes Modell bauen, weil es eben auch darauf ankommt, wie man es baut und wie man es macht. Ich hoffe, es wird gelingen, es werden bestimmt Sachen passieren, die so nicht geplant sind und es ist für mich als erste Mal, dass ich das quasi live in der Art mache. Ich bin ein bisschen ganz kleines bisschen aufgeregt, aber ja, das werden wir schon schaffen. Ich habe da zwei Kollegen, die mich unterstützen, wenn ich irgendwelche Fragen habe, speziell zur F14. Die sind da wahre Genies. Ich freue mich sehr, dass ich auf deren Fachkenntnis zurückgreifen kann. Die kennen wirklich jede Niete, jede Schraube. Einer im Speziellen, der hat genau die hier erst gebaut. Und da werde ich mir natürlich auch immer wieder Tipps und Anregungen holen. Ja, sagt out of the box. Das heißt, ich werde auch diese schicken Deckels hier verwenden. Die schauen auf den ersten Blick immer nicht schlecht aus. Aber so weit sind wir ja noch lange nicht. Ja, als weitere Unterstützung habe ich natürlich immer, abgesehen von der Online-Recherche, hier verschiedene Literatur. In dem Fall ist es von Darko, also Danny Corman. Diese Bücher sind auf jeden Fall zu empfehlen. Wenn es für dieses Flugzeugmuster ein solches Buch gibt, dann würde ich mir das holen, weil da sind nämlich extrem viele, viele Detailbilder, alles Mögliche drin. Ist natürlich für Out of the Box ein bisschen teilweise hinderlich, weil dann sieht man wieder Sachen, die gar nicht passen. Ja, von dem her. Aber es ist auf jeden Fall schon mal interessant, was so die Farben auch betrifft, weil wir werden ja beginnen hier mit dem, so wie ich das mir natürlich, so wie es vorne drin steht, habe ich mir die Bauanleitung natürlich vorher schon, habe ich sie vorher schon studiert. Ist klar. Ja. Hier mit dem Cockpit werden wir anfangen und ja, die schreiben hier vor Dark Gull Grey, also ein dunkles Grau. Ja, habe ich gerade zufälligerweise nicht da, das H317, also ich verwende sehr gern Gunzefarben, ich werde auch Gunzefarben hier auch verwenden, aber in dem Fall habe ich das nicht da und dann schauen wir doch einfach gleich mal als erstes mal in das Buch rein. Gibt es ja das Thema
Cockpit hier. F14A Front Cockpit, da sieht man dann nur ein ganz kleines wenig die Farben. Also es schaut schon sehr grau aus, das stimmt schon. Und dann sieht man hier was total Interessantes. Also der Typ ist wirklich, also man kann sich wirklich darauf verlassen, was der schreibt, das stimmt. Und der schreibt hier: Cockpit color can differ from light to medium gray. Depending on what stock of paint was on hand when touching up was needed. Das heißt, die Farbe, die gerade im Regal stand, wurde verwendet. Das heißt wiederum, wenn irgendjemand kommt und sagt, die Farbe stimmt nicht, dann kann ich sagen, Alter, was wisst ihr überhaupt? Es kann jede Farbe gegeben haben. Von dem her halte ich mir jetzt mal da dran, der schreibt jetzt eben Light oder Medium Gray. Ich hätte jetzt hier ein Light Gray mehr oder weniger da. Das ist auch eine F15, F16 Farbe von Gunze. Das ist hell. Könnte man verwenden. Was aber auch mir gefällt, ist, ich habe eben das Medium Gray von Tamiya hier, XF20. Und das, wenn ich mal anschaue, das sieht schon gut aus. Das würde ich jetzt noch etwas aufhellen mit Weiß. Und dann, glaube ich, kommt es ganz gut hin. Später kommt ja sowieso ein bisschen Wasch drüber. Und dann denke ich mal, müsste es passen. Ne? Von dem her kann man da ja mal auf jeden Fall mal schon mal anfangen. Was ich jetzt an der Stelle schon mal sage, wie ich das mache, die sagen jetzt als erstes den Sitz fertig machen. Ich baue traditionell, also für mich traditionell, den Sitz immer erst relativ ganz zum Schluss ein, wenn das Flugzeug fertig lackiert ist und alles fertig ist, weil ich ja auch im Endeffekt das Cockpit abklebe, also den Bereich abdecke zum Lackieren, und wenn da die Sitze schon drin sind, dann ist das eigentlich eher hinderlich. Deswegen mache ich die Sitze ganz zum Schluss rein. Von dem her ist für mich der Schritt erstmal nach hinten geschoben. Den kann ich dann zwischendrin mal machen, wenn ich mich tierisch über irgendwas anderes aufreg und auf irgendwas anderes einfach Lust habe zu machen. Dann mache ich die Sitze. Und wenn ich mich wirklich noch viel mehr tierischer über das Ganze hier aufgeregt haben sollte, dann hole ich mir welche von Quick Boost. Und dann entfällt es sowieso. Aber warten wir ab. Eigentlich möchte ich die schon gern zusammenbauen, um zu sehen, wie sie einfach ausschauen. Im Vergleich zu Quick Boost. Ich habe da das Cockpit-Set da von Iris. Iris Quick Boost, das gleiche. Kann man dann mal vergleichen, wenn die beiden nebeneinander stehen, wie das ausschaut. Ich werde sowieso nicht zu viel detaillieren im Cockpit, weil das ist die erste F14, die ich baue. Das heißt, ich will die Kontur des Flugzeugs sehen, weil mir die gefällt, und deswegen mache ich die Haube zu. In diesem Fall. Das ist mein gutes Recht und deswegen mache ich das. Bei den anderen, wenn da Racing-Cockpit reinkommt, dann mache ich die Haube auf und dann kann man da reinschauen und sich den ganzen Zeug anschauen. Wenn ich mir das Ganze anschaue, ist sowieso, es ist ja höchst interessant, wenn man sich diese Cockpits so anschaut. Es sieht ja mehr oder weniger aus, als hätte da jemand irgendwie so Elektroschrott reingeworfen oder so. Also das totale Durcheinander. Da könnte man sich zu 100% drin verausgaben. Aber wir machen erst einmal hier out of the box. Ich würde mal sagen, ich würde jetzt diese ganzen Teile aus den Gussrahmen befreien, dann von den Graten befreien, dann schauen, was kann man schon irgendwo hinkleben. Kann man das machen oder lässt man es vielleicht noch weg, damit man es einzeln bemalt, wenn das besser ist? Das muss ich mir jetzt erst noch anschauen, das weiß ich jetzt auch nicht. Also wie ihr seht, ich mache das wirklich total live. Ich fange hier einfach mal frisch von der Leber weg an. Interessant ist, man muss aufpassen, es gibt in diesem Bausatz zwei verschiedene Cockpitwannen, weil die schon voraussichtlicherweise zwei gemacht haben. Die eine ist
die F14 Alpha und eine ist für die Bravo. Jetzt muss man natürlich gucken, welche brauchen wir hier. Das steht ja da irgendwo auf dem Gussast drauf. Daher, ihr heißt L2. Wo steht denn das L? Das ist L, also es ist der hier. Der hier ist für die Alpha und der ist hier ist für die Bravo. Ja, auf den ersten Blick seht ihr jetzt nicht viel Unterschied. Ja, okay, da hier im hinteren Bereich, da ist natürlich ist ein bisschen was anders. Die 14 Experten werden jetzt gleich sagen, sieht man doch sofort komplett anders. Nee, finde ich jetzt nicht so, aber egal. Das heißt, das ist das Teil, das wir brauchen. In dem Fall, ich nehme hier immer so einen Seitenschneider, der da vorne gerade ist. Also das ist ja nicht wie ein normaler Seitenschneider. Ein normaler Seitenschneider wäre jetzt das hier. Der geht mehr oder weniger auch, aber mit dem mache ich, weil der sieht man ja, da ist diese Kerbe noch drin. Und die haben wir hier nicht. Der schneidet praktisch gerade ab. Und der schneidet nicht gerade ab. Für größere Gussäste abschneiden oder sonst irgendwas nehme ich natürlich den großen. Aber für solche Teile hier nehme ich jetzt den Ding. Da kann man hier nämlich sauber am Rand das ganze Racknibbel und Racknabbel rausknipsen. Ja. So, das war's. Boah, Modellbau ist so einfach. Ja, dann schauen wir nochmal, was hat man hier noch? L. L, gibt sonst nichts. Erstmal in dem Bereich. Schauen wir nochmal, dann haben wir G. Wo haben wir denn G? Wo haben wir den G-Guss? Da ist der G-Gussast. G7. G7 ist dieses Teil hier. So, dann haben wir Gustav Golf. Golf 28. Wo ist er denn? Hier ist er da. Hier ist er da. So. Dann haben wir noch G29. G29 und G32. So, der leer. Dann können wir das auch gleich hier da rausknibbeln. Das ist die G39. Das Teil hier da. Da sieht man, also, da sind ein paar so Leitungen angedeutet. Wenn man das jetzt natürlich vergleicht mit dem Resin-Cockpit, dann sieht das natürlich beim Resin-Cockpit erheblichst anders aus. Da ist da viel mehr Tiefe und alles Mögliche. Sieht einfach besser aus. Aber wie gesagt, bei dem Cockpit ist mir das nicht so wichtig, weil ich die Haube schließe. Gibt ja noch die Scratcher, die würden dann jetzt das komplett runterschleifen und dann hier lauter Leitungen legen. Schaut natürlich hammermäßig geil aus, macht viel Arbeit, ist aber bei mir in dem Fall ja nicht gefragt. So, was haben wir hier? Da haben wir noch zwei so kleine Knubbel da. Whatever it is. G17. G17. Ach, das sind so Lautsprecher-Dinger, sind das da. Ne? Da wird es dann immer wieder schon mal wieder spannend hier, dass man das dann so macht, dass das vielleicht nicht davon fliegt. Bin ja der Spezialist für solche Sachen. Meine Frau lacht immer ein Seier im Wohnzimmer, wenn ich da irgendwas mache. Pum, fliegt wieder weg. Unendliche Weiten des Wohnzimmers verschluckten dieses Teil dann. Ja, dann legen wir uns das mal immer schön da zurecht. G39. Den Steuerknüppel werde ich wahrscheinlich auch später erst reinmachen, weil das ist was, das steht weg, das könnte abbrechen. Und wenn irgendwo irgendwas abbrechen kann, irgendwo, dann bricht es bei mir meistens ab. Infolge von wildesten Schleifarbeiten oder irgendwas am Flugzeug. Deswegen lasse ich solche Sachen dann
immer ganz gern vorerst weg und mache das ganz zum Schluss. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wegbricht, nicht ganz so hoch. Ja, dann haben wir jetzt erst einmal den Bereich. Was haben wir noch? Weil mir geht's jetzt, also ich schaue jetzt erst einmal, welche Teile müssen in diesem Grau lackiert werden, weil diese Teile möchte ich dann auf auf eine Holzleiste oder irgendwo drauf machen mit doppelseitigem Klebeband und die dann lackieren in der entsprechenden Farbe. Ja, da hält sich ja Trumpeter hier auch mal ein bisschen bedeckt, was so die Farbangaben betrifft. Das muss man sich dann eben anschauen. Das ist schon mal schwarz. Das vorne, das ist dieses komische so Sack drüber. Das ist dann eher so in Braun. Das brauchen wir dann also noch nicht. Das ist schwarz, das ist braun. Diese Seitenteile, die sind mit Sicherheit auch grau. Das heißt, da schauen wir mal, das ist dann G8. G8. Uiuiui. Machen wir gleich die Demonstranten. G8. Ja. So, dann machen wir erstmal dieses Geknibbel weg. Da sieht man jetzt schon, da sind so ganz feine Haken. Die sollte man vielleicht dann auch dran lassen. Natürlich entsprechend vorsichtig damit umgehen. Hier sieht man dann auch, das sind G10 und G11. Und diese Teile. Diese Knubbel, die da dran sind, die kann man dann später mal als Lautsprecher verwenden, falls die verloren gehen. Schaut irgendwie genauso aus. Ja, das ist schon öfters mal vorgekommen, dass ich dann einfach irgendwelche anderen Bausatzteile verwendet habe, die übrig geblieben sind, weil mir ein anderes Teil verloren gegangen ist. Ja, da muss man halt dann improvisieren und im schlimmsten Fall muss man sich da selber was basteln und im allerallerschlimmsten Fall, beziehungsweise wenn man unbedingt das Originalteil wieder haben möchte, dann muss man eben beim Ersatzteilservice sich bemühen, was bei Trumpeter natürlich absoluter Worst Case ist, wo ich seit 3 Jahren auf eine Canopy-Haube einer SU27 warte, die ich aber niemals bekommen werde. Deswegen habe ich mir die vom Zacto geholt, aber das nur nebenbei. Was haben wir jetzt noch? Da sieht man jetzt einmal die. Das Instrumentenboard hat natürlich wieder keine Farbangabe. Das sieht aber wahrscheinlich, wenn wir dann nachher nachschauen, aus, als wäre es schwarz lackiert. Also gehört es jetzt erst einmal in diese Charge nicht mit hinzu. Jo, nö. Hier brauchen wir noch R8. Das heißt, wir haben jetzt hier dann noch unseren zweiten Teil, beziehungsweise den vierten Teil von den Seitenteilen vom Cockpit. Und hier sind dann auch noch zwei Paneele, die da von da oben sind. R5 und R2. R2, D2. So. Soweit ich das erkennen kann, sind sonst jetzt erstmal keine Teile hier, die in diesem Grau lackiert werden. So, dann beginnt die tolle Arbeit, wie bei jedem Bau irgendwann. Ich muss hier entgraten. Jetzt gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Eine Möglichkeit ist schon mal hier, die ganz groben Sachen kann man mit dem Skalpell entfernen. Dass das schon mal
dass man sich ein klein wenig von der Schleifarbeit spart. In dem Bereich ist es sowieso, ist eigentlich nicht sichtbar, ist nicht so schlimm, wenn man da irgendwas ein bisschen verhunzt. Aber man soll es trotzdem immer sehr gewissenhaft machen, weil dann bleibt man in Übung oder kommt in Übung, um das eben auch bei an Stellen sich gut zu machen, wo es sichtbar ist. Jetzt als nächstes würde ich jetzt hier mit einem, so einem, das war mal ein Sanding Stick, den habe ich mir gekauft, da war ursprünglich mal irgendein Grid drauf, weiß aber gar nicht mehr, was da drauf war. Ich missbrauche diese Dinger ja auch immer, beziehungsweise ich bastel mir da ganz viel selber, je nachdem was gerade gefragt ist, nehme dann entweder diese so diese Kaffee-Umrühr-Dinger oder da gibt es auch so, was dann ein bisschen breiter, ein bisschen stabiler ist, weil die werden, wenn die feucht werden, dann biegen sie die durch, dann kann man bloß begrenzte Zeit damit schleifen. Diese Eis am Stiel-Stecker-Dinger da, da kann man eben auch ganz gut dann mit doppelseitigem Klebeband sich Schmirgelpapier draufkleben. Da habe ich jetzt zum Beispiel noch ein bisschen Schaumstoff dazwischen, damit es ein bisschen weicher ist. Da kann man sich spielen, da kann man einiges ausprobieren. Am allerbesten gefällt mir aber immer noch dieser Sanding Stick, da wo ich das dann eben da so drauf geklebt habe mit doppelseitigen. Da an der Stelle habe ich jetzt mal 1000er. Dann sollte man eigentlich immer, wenn man mit Schleifpapier schleift, sollte man feucht schleifen. In dem Fall verwende ich da, hier gibt es beim Drogeriemarkt für, keine Ahnung, 60 Cent oder sowas hier, so Pumpfläschchen, da habe ich Wasser drin, dann habe ich das Wasser nicht irgendwo in einer Schale oder sonst irgendwas. Bei mir ist das Problem, dass das dann die Katzen in der Gegend rum transportieren oder umwerfen oder trinken oder was weiß ich was. Das Kind kommt jetzt auch noch dazu und von dem her ist das hier sauber weg. Ich kann immer nur ein bisschen was rausnehmen, so viel wie ich jetzt gerade brauche zum Schleifen. Hoppala. Zum Schleifen und tue das dann ein bisschen verteilen und schon kann ich hier wunderschön, wo ist es denn, kann ich hier wunderschön meine Grate entfernen. Ja. Die Fingernagelprobe ist immer die allerbeste, dann spürt man ganz genau, ob die Erhöhung noch da ist oder nicht. So sieht es aus. So mache ich das jetzt mal. So mache ich das jetzt mal bei allen Teilen. Das müsst ihr euch nicht mehr anschauen. Da machen wir dann einfach weiter, wenn die gesäubert sind. So, jetzt habe ich die Teile hier versäubert, habe das alles von den Graten befreit, habe hier auch eine neue Klinge ins Skalpell eingesetzt. Was ganz oft von Vorteil ist, dass man eben sauberer und präziser arbeiten kann, da diese schon total fertig war. Als nächstes, Staub drin, würde ich jetzt hier sagen, kann ich die Teile, wie sie in der Betriebsanleitung, Bauanleitung aufgezeigt sind, hier jetzt an die Cockpitwanne kleben. Ich mache das ganz gern mit diesem MEK-Kleber. Das ist ein flüssiger, ja, Methyl irgendwas Zeug. Das Ganze mache ich mit dem Pinsel. Man sollte darauf achten, dass es gut belüftet ist, weil das Zeug ziemlich stinkt und ja, gesundheitsschädlich ist. Von dem her schaue ich dann jetzt, mache ich das so, ich lege das Teil da drauf, dann benetze ich den Pinsel und jetzt lasse ich das einfach hier dazwischen laufen. Und durch die Kapillarwirkung verteilt sich der Kleber. Das Teil sitzt dann jetzt eigentlich auch schon fest, ne? Geht in Sekundenschnelle. Von dem her, da ich es immer recht eilig habe oder wenig Zeit habe, sagen wir so, und recht ungeduldig bin,
bevorzuge ich diesen Kaliber. Ja, das waren jetzt die zwei hinteren Teile. Dann drehen wir das Ganze mal um. Dann schauen wir mal, was da vorne hinkommt. Mal schauen, welches wo sein müsste. Die passen ja dann meistens auch gar nicht woanders. Hoppala. Dem her. Trotzdem schauen wir mal, das hat jetzt auch schon mal gepasst. Ja, das kann an der Stelle gar nicht passen. Also muss das links sein und das rechts sein. Dem hier, da ist jetzt noch, sehe ich noch hinten, ist dort trotzdem noch ein kleiner Grat drauf. Den habe ich hier übersehen. Und damit das Plan an aufliegt, muss der natürlich weg. Auch an dieser Stelle setze ich das Teil jetzt hier hin. Hinter meinen Kleber. Und da können wir das Ganze auch nochmal ein bisschen korrigieren. In diese Richtung. Mit dem anderen Teil mache ich es genauso. Position schieben. Man muss verdammt aufpassen, weil dieser Kleber löst natürlich alles auseinander. Also wenn man den irgendwie, wenn der irgendwo ist und bekommt seine Finger drauf, dann sieht es scheiße aus. Also da am Rand ist mir das jetzt ein bisschen passiert, ist aber wahrscheinlich doch nicht so schlimm, wenn man das gar nicht sehen wird. Das ist immer der Nachteil, wenn man ein neues Flugzeugmuster baut, weil man immer nicht genau weiß, was wird man eigentlich später noch sehen. Ich habe schon zig Phantoms gebaut und bei der Phantom weiß ich ganz genau, welche Bereiche nachher sichtbar sind und welche nicht. Und dann tut man sich da ein bisschen leichter, beziehungsweise weiß dann, okay, wenn man einen Fehler macht, das ist jetzt nicht so schlimm gewesen, weil das sieht man nachher sowieso nicht. Wenn ich natürlich jetzt hier ein neues Muster habe und nicht weiß, was sieht man dann nachher von dem Ganzen, dann ist das natürlich, kann das schwerwiegende Konsequenzen haben. Aber so schlimm sieht es nicht aus. Jetzt kommt als nächstes dieses Teil hier rein. Das ist das, dieses G7. Das kommt da als Trennwand quasi da unten rein, da wo die Leitungen von den Pedalen oder was auch immer da unten ist. Wie gesagt, da immer an den Rändern das anführen und schon ist es fest, das reicht. Dann haben wir hier als nächstes dieses Teil. Bis jetzt sieht man ja, passt das eigentlich alles wie die Faust aufs Auge. Von der Passung her, also wirklich bis jetzt tolle Geschichte. Folgt mir ganz gut. Jo, jetzt wird es natürlich ein ganz klein wenig tricky, weil jetzt möchte ich diese kleinen Lautsprecher da einbauen. Ja, und schon ist einer davon gesprungen. Den müssen wir natürlich jetzt dann wieder finden. Aber weit kann er in diesem Fall nicht sein, weil ich mir extra hier da eine Auflage gebastelt habe. Ja, müssen wir dann nachher nochmal suchen. Und versuchen wir es dabei mal mit dem zweiten. Das Ding da irgendwie da reinbekommen. Jetzt sieht man dann schon, okay, dieses Teil hat da also so ein Muster drin. Und für diesen Fall, ja, man legt mal den Kleber zu, damit der nicht ausdünstet und irgendwann mal nicht mehr vorhanden ist.
Für diesen Fall schaue ich jetzt, okay. Ja, in der Bedienungsanleitung, in der Bauanleitung sieht man das auch, wie rum, dass dieses Teil sein müsste. Aber es heißt ja noch lange nicht, dass das stimmt. Also hier sieht man diese Lamellen, die gehen so mit dem Strich nach unten, mit dem Strich in der Mitte. Das habe ich jetzt genau anders jetzt quasi da drin. Dann drehe ich das mal oder versuche es zu drehen. Hier jetzt die Bauanleitung. Bauanleitung hat zusammen den Strich nach unten, also haben sie in dem Fall sogar recht. Kleber drauf. Mal hineinlaufen. Ja, dann ist das Ding fest. Ich sage deswegen immer wichtig, so ein Buch da zu haben. Also wie gesagt, der nächste Schritt wäre jetzt an dieser Stelle diese Wanne so in diesem Grau zu lackieren. Das mache ich aber morgen, weil heute ist schon spät. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, es gefällt und ihr schaltet nächstes Mal wieder ein zum Teil 2, wenn es mit dem Lackieren weitergeht. Also dann, viel Spaß, bis dann.